halt quasi. Ja. Wo ich halt. Ja, ich weiß nicht. Hab nicht oft. Ich glaube, wir sollten eher kommentieren. Ja, es fängt an. Zebra gegen Bambi. Schweden gegen Deutschland. Bambi. Weg, ach, deswegen ist er auch nicht auf dem PR. Flickmann ist gut geworden. Nee. Er geht relativ selten mittlerweile aus Berlin, weil er offiziell retired ist, bis ich glaube 2024. Retired bedeutet bei ihm, ich bin bei jedem Berlin-Event, aber ich verlasse Berlin nicht. Justin hat sich für die Dokumi angemeldet, deswegen auch sein Tag unser Vents, weil er kein Geld mehr hat. Ich sehe den schon seit Tagen nach Housing Battlen auf Twitter. Oh ja. Mhm. Aber wir haben gesehen, Backpoke hit easy kill. Hat nur 3 Stocks. Kommt hier wahrscheinlich zurück auf die Stage. Aber jetzt, wie kommen wir aus dem Netzwerk von Reefert raus? Scheinbar einfach so. Geht auf Stage. Das ist einfach die Präsenz, die er hat. Bambi lässt ihn einfach zurückgehen. Mhm. Aber jetzt hat er hier die Forward Throw. Trotz natürlich, aber den Dash Attack Snipe. Das Setup. Der schwedische Torjäger. Wenn ich jetzt Ahnung von Fußball hätte, würde ich jetzt irgendeinen guten schwedischen Fußballer nennen, aber ich hab Zlatan Ibrahimovic. Genau, mein Mann, du hast Ahnung. Ich glaube, er ist Schwede. Aber wir sehen Justin 85%. Ey, diese Prozente bei Justin. Minus 2 Matchup. Ja. Ist, ich plus 2. Ah ja, jetzt hätten wir es auf Justin. Zebra hier. Ja. Die auf den Game Attack. Geht den Backfall, ist der Offside. Mach einen Abi. Nein, er will einen Edge-Cut machen. Oh. Production. So, und jetzt. Production einmal wieder am Wald werfen. Jetzt, der Fußball liegt da. Backfall sollte noch nicht killen. Nee, Berli noch nicht. Und Abi. Setup. Oh. Kommt dann der Downer vorbei. Jab für den One-Trap. Kann hier gleich mit Backfall killen. Oh. Macht es. Mach nur. Und das Problem, Bambi kennt Zebra einfach nicht. Er macht es so häufig und das ist seine Technik. Aber bringen wir das PK Fire F-Tilt weg. Ja. Und jetzt Dead Even in einem Plus-2-Matchup. Zebra darf das nicht verlieren. Der hat schon den ganzen Tag rumgejammert, dass er das nicht verlieren kann. Kriegt er hier den Edge Guard? Wie wird kein Job mehr? Kriegt den Edge Guard? Oh! Gerade war er da. Oh! No, er wollte es wissen, er wollte es wissen. Und jetzt Setup. Catch den Air Dodge mit dem Ball. Aber Juicy 20%. Und jetzt vor der. Aber Tech Rollin, aber das meiste, findet mit dem Magnet kein Extension. Schon wieder. Der Trip! Aber er geht für DB. War das ein Missile Pot oder war das eigentlich egal? Abfahrt. Wir reden manchmal das Missile Pot oder nicht. Junge, oh, einfach gefangen den Ball. Hand! Schiri, das war Hand! So, und jetzt kein Jump vor der zurückgedriftet. Die Spot Dodges. Ja, okay. Bambi hat Angst. Wird gejabbt. Kommt hier gleich nicht wieder Jojo? Kommt. Justin geht hier sehr langsam ran. Jojo. Oh, er weiß, wann er rauskommt. Er weiß, wann er rauskommt. Und jetzt Jab. Wait, Baby up Smash. Okay, aber Zebra kann mashen. Wie es sich bei einem Nash-Spieler gehören sollte. Oh, schöner Air Dodge aus der Abwehr raus. Backfall killt noch gerade so. Nächste Backfall könnte killen. Ja. Und jetzt Abi Setup. Auf dem Sacke finden wir nichts, aber näher machen. Ich wusste gar nicht, dass Nair killt so früh. Doch, war das alle Arrows killen. Ja. Einfach drücken. Smasher. Ja, he's just like me. Wieso wollen jetzt alle auf die Commentator-Bench, Mann? Ihr nehmt alle meine Jobs. Aber wir sehen hier 1-0 für Zebra. Mhm. Ich muss sagen, also wie du die ganze Zeit überhaupt sagst, 2-0 just in my ganze Zeit mit Job, war schon close. Also. War sein sollte, aber vielleicht musste er sich noch an den schwedischen Style adapten. Er ist ja Liam gewöhnt hier, Berliner Refit-Spieler. Keine Ahnung, ob die anders spielen. Ich habe Liam noch nie spielen gesehen, sorry, no hate. Aber vielleicht musste er den anderen Style adapten und jetzt will ich sehen, plus 2 Matchup, ich will einen Stomp sehen. Gesundheit. Yeah! Okay. Hier schon, eigentlich sollte Biodiesel, unser Berliner DK-Main, jetzt kommen. Und es wurde gerade der hat gerade gegen Monkey Johnson verloren. Eigentlich sollte jetzt der gleich herkommen. Eigentlich ist der für komplett sehr angefangen. Bio! Sehr strong. Okay, Game 2 ist wieder stark im Favor von Zebra. Mhm. 70%. Ist er fertig mit Bracken? Kommt der rum oder hat er seine Caster Duties abgelehnt? Okay. Yeah.
So. Bambi scheint langsam reinzukommen, denke ich. Das ist zumindest nicht mehr allzu negativ. Aber klar, das ist halt. Das ist halt irgendwie wie eine Wand. Du musst deinen Weg drumherum finden, aber sobald du gefunden hast, gehe ich über die Wand, gehe ich um die Wand. Macht doch nicht viel anderes, habe ich das Gefühl. Ja. Es gibt nur wenige Netzspieler, die da eine Ausnahme sind, die noch viele, viele Mixers haben. Die so eine Abwehr aus dem Nichts. Ferner. Ich werde direkt wrong geproofed. Ja, ich glaube, das Matchup ist ja schon stark verzählt worden. Dass man vielleicht einfach Charakter wechselt. Nee, aber irgendwas. Ich weiß nicht. Gegen Nest muss man maybe. Dann spielen nicht, aber es sind die guten Spieler, denke ich. Ich habe wirklich mehr Erfahrung. Aber es gibt ja auch keine Nest-Spieler. Ich weiß warum, ich war gerade im Kopf so ein bisschen überlegen über dein Set gleich gegen Slipknot. Ich war so, ja, Luigi Wario für den Gangplay, der aufgefallen ist. Slipknot spielt Sephiroth. Oh, scheiße, nein. Ja, Secondary, der hat schon Berliner Events Solo Sephiroth gespielt und wurde Vierter auf einem Epic Chase mit Solo Sephiroth. Okay. Also, ich hab gegen Sephiroth gute gewonnen. Ich hab gegen Darkbringer sein Sephiroth gespielt. Ich hab gegen Justin 85 sein Sephiroth. Junge, der Goat. Der war gestern auf dem Bremen Weekly bei uns. Ja, ja, eine gute Sache. Und dann, das stimmt. Jo. Ja. Wie bitte? Und dann habe ich den einen oder anderen. Oh. Casual Sephiroth. I mean, Fraser asked me to DQ for it, but if you find another card. Jetzt haben wir hier das Competitive Englisch gesprochen. Ja. Ja. Haben wir Kommentare wechseln hier? Willst du weiter, damit ich Amateur-Break spielen kann? Okay, wir mitten im Mensch. Commentary. Commentator-Wechsel. Then I guess I'll have to DQ, I need to commentate. Oh, Bambi gegen Zebra. Vorhin gegen Bambi gespielt. Er hat mich ziemlich zerstört. Aber Zebra scheint das hier für Berlin zu machen. Ja, Mann, du ersetzt mich. Viel Spaß mit Renke. Das ist eine ganz. Die Sache, ja, du ersetzt mich. Ich nicht geplant worden. Commentary gewesen. Ist noch nicht vorbei. So. Was geht ab? Ich bin der Parafuria. Kommentiere jetzt, weil ich wie Turbo-Bracket spielen muss. Ja, ich weil der Lab 2-2 gegangen ist. Ja, Zebra. Ich wollte schon erst sagen. Zebra steht 2-0 vorne gegen Bambi. Eigentlich ziemlich dominant die Game schon gewonnen. Der hat ja auch die Nesterfahrung hier in Berlin mit Liam, mit Liam, meine ich. Ja. Ja, Bambi, ich bin Biodiesel. Ich hätte eigentlich schon von Anfang an kommentieren sollen, bin aber aus Versehen. Wir müssen auch heute die Bambi machen. Ja, auf jeden Fall. Lass machen. Ja, Bambi hat mich vorhin ziemlich zerstört, aber Zebra scheint bisher keine Probleme zu haben. Hier ist es. Ja, ist echt so. Ich muss übrigens einen Refit machen. Ja, viel Spaß. Das will ich haben. Also gegen Refit nicht, aber gegen Refit vielleicht. Ja? Ich mag das nicht, aber. Spielst Pflanze, ne? Ja. Ist das gut gegen das? Ist easy. Oh, das killt! Oha, das killt. Das war so nice. Der Taun kommt. Ja, der hat halt am Anfang eigentlich mit Deep Breathing das krasses 0-70 Opening gekriegt. Ja. Aber einfach das selber das Opening von Zebra hat einfach den ganzen Stoff weggenommen. Solche Sachen muss man dann angehen. Wieder die Breathing, oder wie ich es gerne nenne, auf Assen. Ja, da kriegt auch einen Dash Attack. Ich glaube, ohne die Breathing hätte es nicht mal durch. Ja. Ich dachte, das schon auch sowas, aber. Ja, das kann man nicht. Ja, das ist echt dominant, ne? Bambi kommt nicht ins Spiel rein. Krass. Ich weiß nicht, ob er viel gegen Niem gespielt hat, oder. Ja, wir haben auch andere wie Fit Trainer hier. Ich kann dann doch zu viele Stufen. Wenn jetzt Bambi keine Antwort findet, dann sehe ich das schlechte Karten sehen. Bisher. Ja, da ist wieder die Briefing. Ich habe noch keine Ahnung, wie dieses Matchup ist. Ja, schon gut für Ness. Ja. Okay, da wollte die Downer treffen. Oh! Hat's getaggt.
richtig gute Taktik. Das ist eine verrückte Situation. Ja. Oh, das hat sie nicht gemacht. Und das macht sie glaube ich. Ja, das sehr war nice. Da überrannt. Ja, genau. Hatte bei mir nicht wirklich eine Chance.